بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine geehrten Geschwister, wir wollen heute weitermachen in unserer Reihe der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam und dort anknüpfen, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Und zwar hatten wir das letzte Mal darüber gesprochen gehabt, wie die ersten Muslime nach der Al-Bay'at al-Aqaba al-Thaniya, nach der zweiten Huldigung von Al-Aqaba, nach Yathrib, später dann Al-Madina al-Munawwara, ausgewandert sind. Und wir haben in diesem Zusammenhang mehrere Geschichten über die ersten Muhajirin erzählt gehabt und aufgezeigt gehabt, wie die Quraysh versucht hatten, mit allen Mitteln die Muslime davon abzuhalten, nach Medina auszuwandern. Weil sie die Befürchtung hatten, dass sie somit zu einer Macht werden und für die Quraysh zu einer Gefahr werden könnten. Und sie hatten mit allen Mitteln versucht, die Muslime davon abzuhalten, unter anderem indem sie ihnen ihr Vermögen weggenommen haben, wie bei Suhaib al-Rumi, oder indem sie die Frau von ihrem Ehemann getrennt haben, wie im Fall von Abu Salama und im Fall von Salama, oder indem sie auch Leute entführt haben, wie wir es ebenfalls in der Geschichte von Umar ibn Khattab mit seinen beiden Brüdern in der Hijra dann auch wiedergegeben haben. Also sie haben im Grunde genommen die unterschiedlichsten Mittel benutzt, um die Muslime davon abzuhalten, nach Medina zu gelangen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er befindet sich immer noch in Mekka. Und natürlich achten die Quraysh ganz genau darauf, was Muhammad sallallahu alaihi wa sallam macht, weil er ist ihr Anführer. Er ist der Prophet. Und er ist noch unter ihnen. Und die Quraysh waren sich der Gefahr bewusst gewesen, wenn er es schafft, zu seinen Anhängern und Unterstützern in Medina zu gelangen, dann könnte es für sie gefährlich werden. Und dann könnte seine Macht größer werden. Und dann könnte er eventuell Verbündete finden. Und demnach waren sie der Ansicht gewesen, dass sie eine Lösung brauchen. Und immer dann, wenn es eine wichtige Angelegenheit bei den Quraysh gab, die sie zu besprechen hatten, trafen sie sich in einem Versammlungshaus. Und dieses Versammlungshaus hieß Dar al-Nadwa. Das ist ähnlich wie ein Rathaus, muss man sich das vorstellen. In Berlin haben wir das Rote Rathaus. Wir haben in jedem Bezirk ein Rathaus. Hier das Rathaus Neukölln, Rathaus Spandau, Rathaus Steglitz. Jeder Bezirk hat ein Rathaus, wo man berät, wo die Abgeordneten zusammenkommen, um über wichtige Angelegenheiten, welche die Stadt betreffen, zu beraten. Und genau das gab es auch unter den Quraysh. Und sie hatten ein Haus mit dem Namen Dar al-Nadwa. Und es wird überliefert, dass am 26. Safar, der Monat Safar, der zweite Monat im islamischen Kalender nach Al-Muharram, im Jahre 14 nach der Bi'tha, also nachdem Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zum Propheten berufen wurde, das entspricht dem 12.09.622 nach Christus,
dass sich die Anführer der Quraysh in Dar al-Nadwa versammelt haben, um gemeinsam darüber zu beraten, wie sollen wir mit Muhammad umgehen. Die Gefahr ist zu groß geworden. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet hierüber, indem er nämlich sagt in Surat al-Anfal, im Vers Nummer 30, und er bezieht sich auf die Vergangenheit, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Und als diejenigen, die ungläubig sind, gegen dich Ränke schmiedeten, um, Nummer 1, dich festzusetzen, also gefangen zu halten, oder zu töten, oder zu vertreiben. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala über dieses Ereignis und er lehrt den Muslimen, welche Lehren wir daraus ziehen können. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. Sie schmiedeten Ränke, Listen. Und auch Allah schmiedete Ränke. Aber, und das ist das, was Allah ta'ala uns immer wieder aufzeigt, وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Allah ist der beste Ränkeschmied. Sie haben sich also getroffen und es gab drei Positionen. Und es gibt eine Überlieferung, die nicht ganz authentisch ist, welche aber überliefert wird und welche uns vielleicht so ein bisschen aufzeigen kann, wie das Ganze abgelaufen sein könnte. Dass Iblis, die Gestalt eines alten Mannes aus An-Najd angenommen hat, um an dieser Versammlung teilzunehmen, weil es bei Iblis um alles ging. Wie gesagt, die Überlieferung ist nicht ganz authentisch. Wir wissen nicht, ob das wirklich so stattgefunden hat. Muss auch nicht. Aber eines wissen wir. Der Shaitan, er war in jedem Fall beteiligt gewesen. Ob nun verkörpert in der Gestalt eines alten Mannes aus An-Najd. Und warum gerade An-Najd? Weil nämlich die Quraysh wussten, dass die Leute aus Tihama, das ist die andere Richtung, ja, dass sie eher an der Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam standen. Und dementsprechend, wenn er aus An-Najd kommt, aus dem Zentrum der arabischen Halbinsel, dann haben sie keine Zweifel, dass er an ihrer Seite stehen wird. Und dass er an dieser Beratung teilnahm, unabhängig davon, ob das jetzt so stattgefunden hat oder nicht. Wir werden auch gleich sehen, der Shaitan hat im Grunde genommen gar keine Meinung gehabt, sondern er hat eigentlich nur was getan, er hat eigentlich nur aufgezeigt, welcher dieser Pläne der schlimmste von allen ist. Und am Ende der beste von allen ist, aus Sicht des Shaitans. Und dementsprechend, ja, wird überliefert, dass sie im Dar al-Nadwa zusammensaßen. Und dann kam dieser Mann aus einem Netz und sagte, dürfte ich mich beteiligen, vielleicht könnt ihr von meiner Meinung profitieren. Und sie setzten sich dann zusammen und sie besprachen dann diese drei Optionen. Einer sagte, ich besuche fil Hadid, also haltet ihn gefangen, ja, und kettet ihn an. Wa aghliqu alayhi baba, also steckt ihn ins Gefängnis. Woraufhin dann Iblis gesagt haben soll, لا والله ما هذا لكم برأي. Nein, bei Allah, das ist keine gute Meinung. والله لا إن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلا أوشك أن يثب عليكم فينتزعوه من أيديكم. Also solltet ihn einsperren, ja, dann werden irgendwann einmal seine Anhänger kommen und werden ihn befreien. Es ist keine gute Meinung. Ein anderer sagte, gut, dann vertreiben wir ihn einfach und verbannen ihn. Nukhrijuhum min bayni adhhurina, fananfihi min biladina. Wir verbannen ihn einfach. Was sagt der Shaitan? La wallahi ma hadha lakum birahi. Das ist keine gute Meinung. Ja? Alam tarau husna hadithihi wa halawata mantiqihi. Ja, seht ihr nicht, wie gut er sprechen kann und wie logisch er spricht? Ja, وَغَلَبَتَهُ عَلَى قُلُوبِ الرِّجَابِ مَا يَأْتِ بِهِ. Und wie er die Herzen der Menschen erobert, ja, mit den Worten, die er gebracht hat. Ja, das ist genau das, also ihr wollt ja genau das verhindern.
Also das ist keine gute Meinung. Und dann kommt plötzlich Abu Jahl mit einer dritten Meinung. Und deswegen sage ich, der Shaitan, der wird manchmal gar nicht gebraucht. Der Shaitan ist nur da, um bestimmte Meinungen nochmal schmackhafter zu machen. Ja, aber wie gesagt, es gibt Menschen, die schlimmer sind als der Shaitan. Die haben Ideen, die besser sind als Ideen des Shaitans. Der braucht gar keine Einflüsterung. Er ist schon ein Shaitan in Person. Und er sagte, Wallahi inna li fihi ra'ya ma arakum waqatum alayhi ba'd. Ich habe eine Meinung, die, glaube ich, ganz neu ist. Um was ist diese Meinung? Abu al-Hakam, also Abu Jahl wurde auch Abu al-Hakam genannt. Ara an na'khudha min kulli qabilatin shabban, fatan jaladan, nasiban, wasitan. Ja, fina. Meine Meinung ist, wir suchen von jedem Unterstamm der Quraysh, insgesamt 11, eigentlich 12 mit den Banu Hashim, aber insgesamt sozusagen dann 11 ohne die Banu Hashim. Nehmen wir irgendeinen jungen Mann, der kräftig ist, der eine gute Abstammung hat, der bekannt ist. ثُمَّ نُعْطِ كُلَّ فَتَنْ مِنْهُمْ سَيْفًا صَارِمًا. Und geben an jedem von ihnen ein sozusagen scharfes Schwert. ثُمَّ يَعْمِدُ عَلَيْهِ فَيَضْرِبُوهُ ضَرْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَيَقْتُلُوهُ فَنَسْتَرِيحُ مِنْهُمْ. Und dann schlagen alle gemeinsam auf ihn ein. Aus welchem Grund? فَإِنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ تَفَرَّقَ دَمُهُمْ. Weil wenn ihr das macht, dann verteilt sich das Blut unter den Stämmen. وَهِيَ الْمَالَ. Achso, genau. فَعَقَلْنَاهُ لَهُمْ. Und wir werden dann sozusagen dann ein Blutgeld geben und damit ist die Sache erledigt. Was ist los? Wir werden ein Blutgeld geben und damit ist die Sache erledigt. Und dann sagte der Shaitan, Al-Qawlu ma qala rajul. Ja, genau das ist die Meinung. Ja, hala ra'i, la ara ghayru. Es gibt keine andere Meinung. Subhanallah, der Shaitan. Ja, es gibt Leute, die haben bessere Ideen als der Shaitan. Und deswegen, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Er sagt, ja, in der letzten Surah des Koran, min al-jinnati alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas, der in die Brüste der Menschen einflüstert, min al-jinnati wan-nas, von den Djinn und den Menschen. Davor musst du dich in Acht nehmen. Der Shaitan, der kann nicht viel tun. Der Shaitan kann immer nur was einflüstern. Schau mal, der hat nicht mal eine eigene Meinung gebracht. Der hat einfach nur die Meinung, die du schon hast, bestätigt oder dir das einmal schmackhaft gemacht. Das ist das, was der Shaitan tut. Glaub nicht, dass der Shaitan dich zu irgendetwas zwingen kann, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Nein, du bist es selbst. Du bist es selbst, es ist dein Nefs. Du bist selbst dafür verantwortlich. Dein Nefs, das Wort Nefs, das bist du selbst. Dein Ego, dein Ich. Dein Nefs kommt und will etwas, will die Neigung befolgen. Und auf der einen Seite hast du was? Den Shaitan, der dir das schmackhaft macht. Auf der anderen Seite hast du einen Engel, der dich warnt. Du hast einen Engel, der dich warnt. Ja? Und ihr kennt die Situation, wo man nicht weiß, was ist richtig, was ist falsch. Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Ich weiß, es ist falsch, aber irgendwie in diesem Moment will ich es trotzdem machen. Ich weiß, es ist falsch, subhanallah. Aber irgendetwas sagt mir, mach es trotzdem, ist egal. Völlig wurscht, was passiert. Jetzt in diesem Moment möchte ich einfach, ich habe Lust darauf. Subhanallah. Ja? Und genau das ist dann die Einflüsterung vom Shaitan. Aber eine viel größere Gefahr ist was? Ist der Shaitan unter den Menschen. Derjenige, der zu dir kommt, der dich wirklich an der Hand nehmen kann, der dich anruft auf WhatsApp, der Shaitan, er flüstert dir nur ein. Aber er schreibt dich an auf WhatsApp und sagt, komm. Oder auf Messenger. Oder weiß ich was, was es für Möglichkeiten gibt, ja, mit dem man angeschrieben werden kann. Ruf dich direkt an. Da ist jemand. Und da ist die Versuchung noch viel größer. Da schreibt dich dieses hübsche Mädchen auf Facebook an. Und sie will mit dir ins Gespräch kommen. Oh, den Jungen, ja, der ist, sieht gut aus. Der schreibt mal, ich will ja gar nicht, aber na gut, ich schreibe mal zurück. Vielleicht hat er ja wirklich eine Frage. Und ich weiß ganz genau, er hat keine Frage. Ich weiß es ganz genau, er hat keine Frage. Er will mich einfach nur kennenlernen. Ja, dann frage ich einfach mal, wie alt er ist, vorsichtshalber.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin erschrocken. Ich bin wirklich erschrocken, ja? Wie viele auch praktizierende Geschwister, Schwestern und Brüder sich auf so etwas einlassen. Ich bin wirklich erschrocken, was ich immer wieder höre. Ja? Und dann muss man sagen, was ist das? Wir sind Muslime. Wir müssen die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala wahren. Das ist ein bisschen vom Thema abgekommen. Kommen wir zurück, insha'Allah ta'ala, zur Sira unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, ob jetzt diese Geschichte so wirklich stattgefunden hat oder nicht, das ist erst einmal egal. Wichtig ist was? Sie haben sich getroffen, um sich zu beraten. Und hier ist nochmal ein ganz anderer wichtiger Aspekt. Die Feinde Allahs, sie arbeiten zusammen. Sie beraten sich, sie überlegen sich, sie machen Pläne. Sagt ja Allah, wa yamkurun. Sie schmieden Ränke. Und dementsprechend müssen wir es genauso tun. Nur haben es die Feinde Allahs, ich benutze jetzt einfach mal dieses Wort in Bezug auf die Sira unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, weil es dort eindeutig ist, dass es wirklich die Feinde Allahs gewesen sind. Aber im Allgemeinen, Feinde, ja, welche uns versuchen zu spalten, welche versuchen, unsere muslimische Identität zu beseitigen. Sie setzen sich zusammen. Sie beraten, sie geben sehr viel Geld dafür aus. Es gibt Thinktanks, die machen sich, gerade in den USA, aber auch in Europa, die machen Pläne. Nicht nur für morgen, für die nächsten 5 oder 10 Jahre. Die machen Pläne für die nächsten 100 Jahre. Sie planen, sie überlegen sich, was sie erreichen kann und wie sie es zu erreichen haben. Sie haben Plan A, Plan B, Plan C. Wo sind unsere Pläne? Setzen wir uns auch zusammen, beraten wir uns. Natürlich, Allah Ta'ala, er wird diesen Glauben beschützen, gar keine Frage, weil es sein Glaube ist. Aber trotz alledem muss es Menschen geben, welche sich dafür einsetzen. Und die Frage ist die, wer das ist. Und die Frage ist auch die, wann die Unterstützung Gottes kommt. Sie kommt erst dann, wenn wir auch bereit sind. Und solange wir nicht bereit sind, solange wir als Muslime schlafen, wird sich auch nichts ändern. Und jetzt müssen wir nicht über die große Weltpolitik sprechen. Das brauchen wir nicht. Nein, lass uns einfach mal über unseren Bezirk sprechen. Lass uns doch einfach mal über unsere Moscheegemeinde sprechen. Was wir alles erreichen könnten, wenn wir uns vielleicht mehr austauschen würden, auch als Muslime, untereinander. Man versucht uns zu spalten, auf Berliner Ebene. Man versucht uns zu spalten. Wie stark wären wir, wenn wir wirklich eng miteinander zusammenarbeiten würden? Noch enger, als wir es bisher tun. Es gibt, Alhamdulillah, Zusammenschlüsse. Aber wir wären viel stärker. Unser Wort würde viel gewichtiger sein. Und dementsprechend, was ist das, was uns immer wieder die Politiker in Deutschland vorhalten? Sie halten uns immer wieder vor, ihr Muslime sprecht nicht mit einer Stimme. Und man muss sagen, sie haben teilweise recht. Natürlich ist das auch eine Strategie, um vielleicht auch uns keine Anerkennung zu geben als Körperschaft des öffentlichen Rechts und so weiter und so fort. Und immer auch wieder zu sagen, ja, ihr sprecht mit verschiedenen Verbänden. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, wir Muslime können uns auch häufig nicht einigen. Und ich rede jetzt nur von Deutschland. Ich rede nicht von der ganzen Welt. Wir können uns häufig nicht einigen, nicht mal in einem Land, nicht mal in einer Stadt. Und daran müssen wir arbeiten, weil die anderen, sie einigen sich. Sie sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber gerade dann, wenn es um einen gemeinsamen Feind geht, und das bezieht sich jetzt nicht auf Deutschland, das meine ich im Allgemeinen, ja, dann können sie sich zusammentun. Kommen wir zurück zur Sira, insha'Allah ta'ala. Das heißt, sie haben sich beraten. Und am Ende haben sie sich für was entschieden? Den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu töten. Jibril alaihi salam, er setzt den Propheten sallallahu alaihi wa sallam diesbezüglich in Kenntnis. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er tut jetzt genau das, was wir als Muslime heutzutage sehr, sehr häufig unterlassen. Nämlich, er plant. Er ist der Gesandte Gottes. Allah beschützt ihn. Allah wird ihn nicht im Stich lassen. Aber trotz alledem entwickelte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einen sehr detaillierten Plan.
wo er alles tat, was er tun konnte oder alles geplant hat, was er planen konnte. Man kann nie bis ins kleinste Detail planen. Es gibt immer Dinge, die dann unvorhersehbar kommen. Aber ich versuche zumindest so gut ich kann zu planen. Und genau das tat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem Jibril alaihi salam ihn darüber in Kenntnis gesetzt hat, machte er Folgendes. Und zwar, er begab sich direkt zu seinem besten Freund und engsten Vertrauten. Und zwar zu Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu wa arda. Nicht am Morgen, nicht in der Nacht, sondern mitten am Tag, in der Mittagshitze, was er normalerweise nie tat. Abu Bakr as-Siddiq, er wusste, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder besser gesagt, er hatte das Gefühl gehabt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eventuell mit ihm die Hijra vollziehen wird. Und dementsprechend, als enger Vertrauter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als jemand, der im Voraus dachte, hat er schon alles vorbereitet gehabt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er klopft an seine Tür, Abu Bakr macht auf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er geht hinein und er sagt zu Abu Bakr as-Siddiq, akhrij anni man indak. Lass jeden rausgehen, der bei dir ist, von deiner Familie. Abu Bakr sagte, es sind nur zwei Personen bei mir, meine beiden Töchter, Aisha und Asma. Fidaka abi wa ummi, möge mein Vater und meine Mutter für dich geopfert sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er konnte ihm vertrauen, weil er wusste, dass Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu arda nicht nur selbst ein aufrichtiger Muslim gewesen war, sondern es geschafft hat, seine ganze Familie mit auf diesen Weg zu nehmen. Und das ist eine Auszeichnung von Abu Bakr as-Siddiq gewesen. Seine gesamte Familie beschritt ebenfalls diesen Weg. Und das ist eine große Kunst, dass man als Muslim es schafft, nicht nur allein diesen Weg zu gehen, sondern seine Ehefrau oder umgekehrt seinen Ehemann und seine Kinder mit auf diesen Weg nehmen kann. Und es ist sehr, sehr häufig, dass es Väter gibt oder Mütter gibt, die Alhamdulillah fünfmal am Tag beten, auch vielleicht in der Moschee aktiv sind, aber die es nicht schaffen, ihre eigenen Kinder mit auf diesen Weg zu nehmen. Natürlich ist es am Ende eine Art Tawfiq, eine Art auch Unterstützung von Allah subhanahu wa ta'ala, dass seine Familie mitkommt. Und es war natürlich auch eine Unterstützung von Allah, dass Abu Bakrs Familie mitmacht. Aber es ist auch eine Frage der Erziehung. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt heutzutage unter einigen muslimischen Geschwistern so eine Tendenz zu einer sehr, sehr liberalen Erziehung. Wo man sagt, das Wort Erziehung an sich ist schon ein schlechtes Wort. Sondern man muss die Kinder in irgendeiner Weise sich selbst überlassen und wenn überhaupt, müssen sie überzeugt sein von dem, was sie tun. Nur das klappt nicht immer. Man muss manchmal auch Druck ausüben. Und im wahrsten Sinne des Wortes erziehen, von ziehen. Man muss manchmal ziehen. Man muss manchmal die Kinder ziehen zum Gebet. Was sagt denn Allah Ta'ala im Koran? Er sagt, wa'mur ahlaka bis-salah. Wa'mur. Er sagt nicht, insah ahlaka bis-salah. Arshid ahlaka ila salah. Er sagt, wa'mur ahlaka bis-salah. Befehle, ein Befehl. Befehle deiner Familie das Gebet. Und dann, hat auch etwas zu, wastabir alayha. Und beharre in Geduld darin. Sabr ist Geduld. Istibar ist starke Geduld. Also ich muss sehr viel Geduld aufbringen. Ich muss immer wieder sagen, komm bete. Natürlich, ich muss es schmackhaft machen. Ich muss erklären, warum man betet. Gar keine Frage. Aber ich muss manchmal auch Druck ausüben. Weil der Nefs von Kindern ist nun mal stark. Die wollen lieber spielen. Wenn du einem Kind ein Handy in die Hand gibst, ja, dann wird es die ganze Zeit damit spielen. Weil ich habe selbst Kinder, ich weiß das. Wenn du nicht Grenzen setzt und sagst, nein, jetzt darfst du nicht mehr spielen oder nur eine halbe Stunde am Tag, dann wird es 2, 3, 4, 5, 6 Stunden spielen. Es ist einfach so.
Die wenigsten Kinder kennen ihre Grenzen alleine. Es gibt immer Ausnahmen, auch unter Kindern. Aber die wenigsten Kinder kennen ihre Grenzen von alleine. Und dementsprechend, meine Aufgabe ist es, im wahrsten Sinne des Wortes zu erziehen. Ich muss manchmal dann auch Maßnahmen ergreifen, um zu zeigen, was richtig, was falsch ist. Druck ausüben, aber im Guten, mit Erklärung und mit Überzeugung, damit sie verstehen, warum sie das machen, aber gleichzeitig sage ich, sie müssen es machen. Manchmal muss man Dinge tun. Beispielsweise bestimmte Verhaltensregeln. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir kommen ein bisschen ab, aber es ist wichtig, das ist alles Lehren, die wir aus der Sira nehmen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er saß einmal bei jemandem zu Hause zum Essen. Und da saß ein kleines Kind. Und dieses Kind berichtet von sich selbst, ich weiß gar nicht mehr, wer das gewesen war, aber er berichtet von sich selbst. Und er meint, فَطَاشَتْ يَدِي فِي الْقَصَعِ. Also meine, ich habe dann angefangen, mit dem Essen rumzuspielen. Und was sagte der Prophet? Hat er dann gedacht, oh süß, und was ich weiß, natürlich fand er das süß, sicherlich. Aber er hat ihn erzogen. Und guck mal, er hat es behalten. Er hat gesagt, ja, Hulam, oh Junge, Semmillah. Nenne den sozusagen, sag Bismillah. Wakul bi yaminik, und iss mit deiner Rechten. Wakul mimma yalik, und iss von dem, was vor dir ist. Und er hat es behalten. Und er hat es umgesetzt. Manche sagen, ja, mein Kind isst nur mal mit links, was soll ich denn machen? Dann bring deinem Kind bei, dass es mit rechts isst. Jedes Mal, wenn es mit links essen möchte, sagst du nein, mit rechts. Und sei dir sicher, irgendwann einmal wird dein Kind mit rechts essen. Selbst wenn es Linkshänder sein sollte. Es wird anfangen, mit rechts zu essen. Warum? Weil es sich daran gewöhnt, von klein auf an, essen tue ich mit was? Mit der rechten Hand. Genauso wie man in Deutschland, wenn man jemandem Essen beibringt, ja, dem beibringt, dass er die Gabel mit der linken Hand halten soll und das Messer mit der rechten Hand. Das wird den Kindern anerzogen. Und das kann ich ebenfalls anerziehen. Kommen wir zurück zur Sira, inshallah. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ja, er sagte daraufhin zu Abu Bakr as-Siddiq, innahu qad udhina li fil khuruj wal hijra, mir ist erlaubt worden, Mekka zu verlassen und die Hijra zu vollziehen. Abu Bakr as-Siddiq, er fragte dann vorsichtig, as-suhbatu ya Rasulallah, as-suhbah, darf ich dich begleiten, O Gesandter Allahs? Bin ich derjenige, der dich begleiten kann, O Gesandter Allahs? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte nur, as-suhba. Ja, du bist mein Gefährte. Du wirst mich begleiten. Und subhanallah, jetzt, und es wird überliefert von Aisha, sie war ja anwesend gewesen. Sie hat es ja gesehen, wir waren auch klein gewesen. Aber sie hat das beobachtet und sie sagte, فَوَاللَّهِ مَا شَعَرْتُ قَطْ قبل ذلك اليوم احدا يبكي من الفرح حتى رايت ابا بكر يبكي يومئذ الله اكبر. Er hat angefangen zu weinen, weil er sich so sehr gefreut hat. Er wusste, was das bedeutet. Er wusste, das bedeutet, dass sein Leben auf dem Spiel ist. Aber er freute sich. Er durfte mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Hijra vollziehen. Was für eine Auszeichnung für Abu Bakr. Was für eine Auszeichnung für diesen Mann, was für eine Ehre. Und ich meine, wir wissen, welcher Vers, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen werden, insha'Allah ta'ala, dann herabgekommen ist in Bezug auf die Hijra. إِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدَ نَصَرَهُ اللَّهُ. Wo Abu Bakr as-Siddiq fast namentlich erwähnt wird, aber eindeutig ist, ja, dass es Abu Bakr as-Siddiq ist. Abu Bakr as-Siddiq, er sagt jetzt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ هَتَيْنِ رَاحِلَتَانِ قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتُهُمَا لِهَذَا. O Gesandter Allahs, hier sind schon die beiden Reittiere. Ich habe sie vorbereitet. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als Abu Bakr ihm dann ein Reittier anbot, sagte er, bithaman. Der Preis. Kannst du auch annehmen als Geschenk, ich bin dein bester Freund. Bithaman, Preis. Ich bin ein Prophet. Ein Da'iyah. Ich will nicht von den Menschen irgendetwas geschenkt bekommen. Ich möchte unabhängig sein. Und das sollte die Einstellung eines jeden Muslims sein. Sei unabhängig. Stütz dich nicht auf die Menschen, nur wenn es nicht anders geht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Situation, wo eigentlich vielleicht jeder das angenommen hätte, sagt ihm, ich nehme es an, aber ich zahle dir den Preis dafür. Allahu Akbar.
Unabhängigkeit. So sollte ein Da'iya sein. So sollte ein praktizierender Muslim sein. Ich strecke meine Hand nicht aus, sondern ich bin zurückhaltend, wenn es um solche Sachen geht. Ich kaufe mit meiner Religion nichts von den Menschen. Sondern ich bin derjenige, der den Menschen etwas gibt, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Es gibt manche Leute, die glauben, nur weil sie, keine Ahnung, fromm sind, müssten die anderen ihnen jetzt etwas schenken. Was ist das für eine Frömmigkeit? إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. Wir speisen euch für das Antlitz Allahs. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Wir möchten von euch weder Vergeltung noch Dank. Wir machen es für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das muss die Einstellung eines Muslims sein. Dann, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er verließ dann mit Abu Bakr as-Siddiq das Haus, aber vorher haben sie gemeinsam eine ganz konkrete Khitta, einen ganz konkreten Plan festgelegt, wie sie jetzt ihre Reise vollziehen wollen. Nummer 1. Sie verließen das Haus in der Nacht, im Schutze der Nacht. Und zwar nicht Richtung Norden, wo Medina liegt, sondern Richtung Süden, wo ein Berg ist, in dem es eine Höhle gibt. Und dieser Berg heißt heutzutage Jabal al-Thawr. Und in dieser Höhle, die sehr, sehr weit oben ist, also jeder, der schon einmal in Medina war, weiß, wie weit oben dieser Berg liegt, dass man mindestens 2 Stunden hochlaufen muss, um dort überhaupt anzukommen. Ich selbst war noch nicht oben gewesen. Dieser Berg ist sehr, sehr weit oben. Und er liegt im Süden von Mekka, also genau in der umgekehrten Richtung. Und das war der erste Plan gewesen, erst einmal dort 3 Tage zu verbringen. Und sie haben auch 3 Tage festgelegt. Dann haben sie jemanden beauftragt, der den Weg kannte. Jemand, dem sie vertrauen können. Und interessant ist, es war kein Muslim gewesen, sondern es war ein Muschrik gewesen mit dem Namen Abdullah ibn Uraiqit. In einigen Versionen heißt er Abdullah ibn Urqut. Sie konnten ihm vertrauen. Das zeigt noch einmal auf, dass ein Muslim überhaupt kein Problem hat, mit einem Nicht-Muslim selbst in solch einer wichtigen Angelegenheit zusammenzuarbeiten. Ich meine, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat nicht einmal den Muslimen, den engsten Muslimen erzählt, was er tun wird, außer diejenigen, die an diesem Plan beteiligt gewesen waren. Und trotzdem hat er einen Nicht-Muslim in seinen Plan eingeweiht und er hat ihn sogar zu seinem Führer gemacht. Das zeigt, ich als Muslim habe kein Problem damit. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch immer wieder im Laufe seines Lebens als Prophet und seines Wirkens als Prophet bestätigt. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wir hatten das schon ausführlich besprochen gehabt, ich habe im Haus von Abdullah ibn Judan einen Hilf, das heißt einen Pakt erlebt, ja, wenn man mich heute zu diesem Pakt einladen würde, dann würde ich mich beteiligen. Und ich würde ihn nicht einmal austauschen gegen rote Kamele. Und es war Hilf al-Fudul, der in der vorislamischen Zeit geschlossen wurde. Dann unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat jemanden beauftragt, der verantwortlich war für den Proviant. Und zwar die Schwester von Aisha und Tochter von Abu Bakr as-Siddiq, Asma bint Abi Bakr as-Siddiq, radiallahu anha, welche aufgrund dieses Ereignisses auch den Ehrennamen verdient hat, Dhat al-Nitaqayn oder Dhat al-Nitaq. Die Frau mit den beiden Gürteln oder mit den beiden Gürtelheften. Warum? Weil sie nämlich mit ihrem Gürtel, den sie hatte, dann auch eine Art Gefäß, ein Jirab, das ist eine Art Behälter, dann zugedeckt hat, den sie dann 3 Tage, und sie war schwanger gewesen, hochschwanger gewesen, immer wieder dann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gebracht hat. Ebenfalls beauftragte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Sohn von Abu Bakr as-Siddiq, Abdullah ibn Abi Bakr, dass er immer in Mekka ist, um zu hören, was es an Nachrichten gibt, und dann in der Nacht zu ihnen kommt zur Höhle, um dann auch diese Nachrichten zu bekommen. Das heißt,
Abdullah ibn Abi Bakr al-Siddiq, er ist verantwortlich gewesen dafür, dass er die Nachrichten der Quraysh an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in jeder Nacht dann auch bringt und ihm mitteilt, damit sie ganz genau wissen, was sich in Mekka abspielt. Bismillahirrahmanirrahim. Wir sind stehen geblieben bei dem ausführlichen oder dem Plan, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam festgelegt hat. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam von dem Sohn von Abu Bakr as-Siddiq verlangt, dass er immer wieder die Nachrichten übermittelt. Das heißt, er verbringt den Tag in Mekka bei den Quraysh und in der Nacht begibt er sich zur Höhle und vor der Morgendämmerung kehrt er wieder nach Mekka zurück, sodass die Leute glauben, dass er in Mekka geschlafen hat. Also ein sehr genau ausgearbeiteter Plan. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er musste dafür sorgen, dass die Spuren verwischt werden. Und dementsprechend forderte er seinen Maula, Amr ibn Fuhayra, ein Maula ist immer ein ehemaliger Sklave oder ein Sklave, aber ein ehemaliger Sklave in der Regel, der freigelassen wurde. Amr ibn Fuhayra forderte er auf, dass er mit seinen Schafen immer dort weiden sollte und sie dort lang gehen lassen sollte, wo Esma und Abdullah ibn Abi Bakr lang gelaufen sind, damit die Spuren verwischt werden. Also man hat wirklich auf jede Kleinigkeit geachtet. Und ebenfalls hat er versucht, ein wenig in der Nähe des Berges oder sogar auf dem Berg die Schafe weiden zu lassen, damit sie ebenfalls frische Milch hatten. Und es wird überliefert, dass ein oder zwei Schafe auch geschlachtet wurden, damit sie zusätzlich Proviant und etwas zu essen bekommen haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bevor er Mekka verließ, forderte er seinen Cousin Ali ibn Abi Talib, die Geschichte ist allgemein bekannt, forderte er seinen Cousin Ali ibn Abi Talib dazu auf, dass er sich an seine Stelle in sein Bett legen sollte, damit die Quraysh glaubten, dass er sich dort noch befindet. Und er sagte zu Ali ibn Abi Talib, dass ihm nichts zustoßen werde und er sich keine Sorgen machen brauche. Aber die viel wichtigere Aufgabe, die Ali ibn Abi Talib hatte, war welche Aufgabe gewesen? Er sollte, und selbst daran dachte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sollte die Emanat, die ihm anvertrauten Güter, wieder an ihre Eigentümer und Inhaber und Besitzer zurückgeben. Der Prophet befindet sich auf der Flucht. Er bangt um sein Leben, aber er vergisst nie, dass eine Emane, die er angenommen hat, auch eine Verantwortung ist. Und dass er diese Emane auch zurückgeben muss. Was für eine Einstellung unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte. Er ist wahrlich Al-Amin gewesen. Die Emane, egal was ist, die Leute tun dir Unrecht. Dir wurde etwas anvertraut, meine Aufgabe ist es, es wieder zurückzugeben. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam klar und deutlich, La dina liman la ahdala. Wer keine Verträge kennt und keine Versprechen und Abmachungen, der hat keine Religion. وَلَا إِمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا إِمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ. Und jemand, der die Emane nicht bewahren kann, der nicht vertrauenswürdig ist, was ist mit dem? Der hat kein Iman. Weil das Wort Emane und Iman von derselben Wortwurzel kommen, nämlich von Amina. Beides kommt von derselben Wortwurzel, von sicherstellen. Wenn mir etwas anvertraut wird, dann stelle ich sicher, dass es auch bewahrt bleibt und gebe mir Mühe und bewahre es so, als würde ich mein eigenes Hab und Gut bewahren. Das ist Emane. Und Iman ist genau dasselbe. Iman ist auch eine Form von Emane in meinem Herzen. Und deswegen sagt ja Allah Ta'ala, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Wir haben die Emane den Himmel und der Erde und den Bergen vorgestellt, aber sie haben abgelehnt. Und der Mensch musste sie tragen.
Und was ist die Emana? Die meisten Gelehrten sagen, damit ist die Religion gemeint. Dieser Iman, den wir in unseren Herzen tragen, ist eine Verantwortung. Allah hat dich ausgezeichnet durch den Iman. Er hat dir diese Gabe gegeben. Aber diese Gabe geht einher mit einer großen Verantwortung. Ich muss sie bewahren in meinem Herzen, durch meine Taten, durch meine Aussagen, durch meinen Einsatz auf dem Wege Allahs. Und da sehen wir, wie eng der Iman mit der Emana verbunden ist. Und selbst in dieser schwierigen Situation vergisst der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht die Emana und lässt seinen Cousin zurück, damit er 3 Tage noch, nachdem er schon längst aus Mekka heraus ist, die Emanat zurückgeben kann. Und jetzt stellt sich die Frage, und vielleicht sollte jeder noch einmal in sich kehren, gibt es vielleicht irgendwelche Emanat, die mir gegeben wurde und die ich bis jetzt nicht zurückgegeben habe? Schulden, Dinge, die dir geliehen wurden, die immer noch bei dir zu Hause herumliegen, Geld, was dir anvertraut wurde und was du wieder zahlen musst und du es aber einfach nicht gezahlt hast, denk nochmal vielleicht darüber nach. Unser Prophet hat es sogar in solch einer Situation zurückgegeben. Wir leben in Sicherheit, Alhamdulillah. Wir haben keine Entschuldigung bei Allah, wenn wir die Emane nicht zurückzahlen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat also alle Vorkehrungen getroffen, die er als Mensch treffen kann. Alle Vorkehrungen, die in seiner Hand liegen als Mensch, hat er getroffen. Mehr konnte er nicht machen. Was hätte er auch mehr machen können? Er hat den Ort festgelegt, wo er hingeht. Er hat ganz genau sozusagen auch den Plan gehabt, wie er reisen wird. Die Zeit festgelegt, die Leute festgelegt, geben, die Aufgaben gegeben, die er tun soll. Mehr kann er nicht tun, salawat Rabbi wa salamu alayhi, außer dann auf Allah zu vertrauen. Und genau das tat er. Und als dann die Situation kam, wo der Plan beinahe gescheitert wäre, da kam die Unterstützung Allahs und das Vertrauen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sein tiefes Vertrauen in die Unterstützung Allahs. Und hierüber berichtet ja auch Allah Ta'ala, wie wir gleich noch sehen werden, insha'Allah Ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er verlässt jetzt Mekka. In der Nacht, wie wir gesagt haben. Gemeinsam mit Abu Bakr as-Siddiq. Und sie begeben sich in den Süden zu diesem Berg Al-Thawr, wo sie dann diese Höhle aufsuchen. Ich meine, das sind Mekkaner gewesen, sie kannten sich aus. Aber sie wussten auch zugleich, die anderen Mekkaner kennen sich genauso aus. Aber sie haben extra einen Ort gesucht, wo sie gedacht haben, hier werden sie wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich hinkommen. Aber sie sollten wirklich überall suchen und auch an diesem Ort suchen, wie wir sehen werden. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er verlässt jetzt Mekka. Und ob er das dann beim Verlassen des Hauses von Abu Bakr gesagt hat oder später, als er dann die Höhle verlassen hat, das wissen wir nicht genau. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sollte folgende Worte sagen, wie es dann auch überliefert wird, dass das in diesem Zusammenhang offenbart wurde. Und zwar der Vers Nummer 80 in Surat al-Isra, die Surat Nummer 17. وَقُرْ رَبِّي und sprich, o mein Herr, أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقَ. Lass mich sozusagen einen wahrhaftigen Eingang haben. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقَ und lass mich einen wahrhaftigen Ausgang haben. Einen wahrhaftigen Beginn und einen wahrhaftigen Ausgang. وَجَعَلِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Ich muss mal den Vers hier kurz, insha'Allah ta'ala, raus, damit ich auch eine vernünftige Übersetzung habe. Und zwar bedeutet das in ungefährer Bedeutung, so. Und sagt mein Herr, gewähre mir einen wahrhaftigen Eingang und gewähre mir einen wahrhaftigen Ausgang. Und jetzt, und schaffe mir von dir aus eine hilfreiche Macht. Also gib mir Unterstützung, oh Allah, auf meinem Weg zu dir. Diese Worte sollte der Prophet sagen. Also Allah hat dem Propheten beigebracht, was er zu sagen hat. Und das zeigt noch einmal, wie wichtig es ist, dass wir auch immer wieder die Bittgebete verwenden in unseren Duas,
welche uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder Allah beigebracht haben, weil in ihnen liegt immer ein Geheimnis. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sollte diese Worte sagen. Aus welchem Grund? Damit noch einmal klar wird, dass all dies nur für Allah getan wird. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er verlässt Mekka nicht, weil er keine Lust mehr auf Mekka hat. Weil er in Medina sich bereichern kann. Nein, er ist wahrhaftig in dem, was er tut. Er ist ehrlich, er hat ein klares Ziel. Und sei dir dessen sicher, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du ein klares Ziel vor Augen hast und darin wahrhaftig bist und in deinem gesamten Leben wahrhaftig und ehrlich bist, sadiq bist, dann wird Allah Ta'ala immer an deiner Seite stehen. Und das ist das, was Allah von uns verlangt. Was sagt Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Oh, die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit dem Wahrhaftigen. Allah Ta'ala, er prüft uns, ob wir wahrhaftig sind oder nicht. Alif Lam Mim. Ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Glauben etwa die Menschen, dass sie gesagt werden, zu sagen, wir glauben, ohne dass sie geprüft werden durch Versuchungen? وَلَقَدَ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Und wir haben schon jede durch Versuchungen geprüft, die vor ihm waren. Und jetzt kommt es. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Auf das Allah jene kennt, die wahrhaftig waren. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Und auf das Allah jene kennt, welche gelogen haben. Und deswegen achte immer darauf, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dass du wahrhaftig bist in dem, was du tust. Überprüfe immer wieder deine Absicht. Überprüfe sie. Guck mal, unser Prophet, er sollte Mekka nicht verlassen, bevor er nicht diese Worte sagt. Er ist der Gesandte Gottes. Ich meine, warum sollte er so etwas machen? Natürlich für Allah, aber trotzdem noch einmal. Lass es von Anfang bis zum Ende für dich sein. Von Anfang bis zum Ende. Ich möchte meine Absicht nicht teilen. Meine Absicht ist für Allah. Möge Allah Ta'ala uns diese Wahrhaftigkeit schenken, ja Rabbil Alamin. Und uns zu den Sadiqin gehören lassen, ja Rabbil Alamin. Amin. Abu Bakr begab sich jetzt mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf den Weg zur Höhle. Und auf dem Weg dorthin machte Abu Bakr eine komische Sache. Und zwar mal lief er vor dem Propheten und mal lief er hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet wunderte sich und sagte, was ist los? Warum läufst du mal vor mir und warum läufst du mal hinter mir? Woraufhin Abu Bakr sagte, o Gesandter Allahs, immer dann, wenn ich das Gefühl habe, es könnte vielleicht jemand sein, der uns verfolgt, laufe ich hinter dir, um dich zu schützen. Und immer dann, wenn ich Angst habe, dass sie uns vielleicht eine Falle gestellt haben oder uns in einen Hinterhalt gelockt haben, laufe ich vor dir. Bi abi anta wa ummi ya Rasulallah. Mein Vater und meine Mutter sollen für dich geopfert sein und Gesandter Allahs. Abu Bakr as-Siddiq hat auf dieser Reise gezeigt, dass er wirklich as-Siddiq ist. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit seinen Taten. Und wir werden inshallah das nächste Mal, das werden wir heute nicht mehr schaffen, dann sehen, ja, wie Abu Bakr as-Siddiq unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam regelrecht bemuttert hat. Bemuttert ist das beste Wort, also mir fällt kein besseres Wort ein als bemuttern. Wie eine Mutter, ja, die sich um ihr Kind kümmert. Hat sich Abu Bakr as-Siddiq um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekümmert. Aber dazu dann das nächste Mal mehr. Ich wollte eigentlich heute noch auf die Zeit in der Höhle eingehen, aber das werden wir einfach nicht schaffen. Und ja, leider zieht sich die Reihe etwas in die Länge, aber Alhamdulillah, wichtig ist, dass wir die Lehren daraus ziehen und dass wir inshallah ta'ala dann auch wirklich einige Details kennen über die Seele unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ich möchte dann hier dann auch zum Ende kommen. Und das nächste Mal, inshallah ta'ala, werden wir dann dort dann wieder anknüpfen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Abu Bakr as-Siddiq die Höhle betritt und dann die weiteren Ereignisse der Hijra beschreiben und erklären und versuchen, die wichtigsten Lehren daraus zu ziehen. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.